Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie alle wissen, haben Kanada und die Vereinigten Staaten einen Impfstoff über 12 Jahre zur Bekämpfung der Covid-Epidemie zugelassen. In der vergangenen Woche hat Frau Bachmann eine Erklärung herausgegeben, nach der es hieß, sobald die Zulassung vorliegt, bei uns diese Zulassung vorliegt, müssen Konzepte zur Durchimpfung greifen. Dies war für uns Veranlassung, diese Aktuelle Stunde zu beantragen, weil wir der Auffassung sind, dass in keinem Fall derzeit wir verantwortlich handeln würden, wenn wir zustimmen würden, schon Kinder ab 12 Jahren zu impfen. Das halten wir nicht für verantwortlich. Wir haben das in der Fraktion diskutiert dann am vergangenen Montag und haben dann am Abend gesehen im aktuellen Bericht, der hier eine aufklärende Sendung gemacht hat, auch aufklärerisch, Frau Minister, eine aufklärende Sendung gemacht hat, dass die Ärzte ebenfalls, wie wir der Auffassung sind, dass das nicht verantwortbar ist. Die Kinder- und Jugendärzte haben durch Herrn Brixius, den Vorsitzenden des Verbandes, Folgendes gesagt. Erstens, auch das ist ein Einwand, den wir haben, die vorliegenden Zahlen sind nicht ausreichend, um ein abschließendes Urteil zu haben. Die Ärzte wissen darauf hin, dass bei dem Test für die Erwachsenen 40.000 Probanden im Testversuch waren, während es bei den Kindern nur 1.000 waren. Jeder, der sich ein bisschen einmal beschäftigt hat mit solchen Testungen von Impfstoffen, weiß, dass eine Anzahl von 1.000 Probanden, auch wenn ein Vorläuferimpfstoff da ist, nicht ausreicht, um zuverlässige Aussagen zu tätigen. Dann kam aber der entscheidende Satz von Herrn Brixius, der auch uns natürlich umtreibt. Jetzt impfen wir alle Kinder und dann passiert was. Das wollen wir uns doch alle gar nicht vorstellen. Und das genau ist doch das große Problem, das wir vor uns haben. Und es wurde dann auch darauf hingewiesen, dass für die Argumente, die es gibt, um hier einen Impfstoff zu prüfen und ihn vielleicht einzusetzen, immer noch Fälle gibt, wo Kinder also schwere Erkrankungen haben und vielleicht, wenn sie Covid haben würden, eben wirklich dann große Probleme bekämen. Dann wurde mitgeteilt, dass eben zum Beispiel für Trisomie 21, eine Kinderkrankheit, dass dort bereits geimpft wird. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich will nur darauf hinweisen, das heißt, das, was als Erklärung herangezogen wird, wird bereits teilweise gemacht und kann natürlich immer noch gemacht werden, wenn nun eine bessere Möglichkeit besteht. Und als vierten Punkt haben die Ärzte dann gesagt, es ist nicht gerechtfertigt, die Priorisierung zu unterlaufen. Und hier kritisieren wir als Fraktion ja schon seit einiger Zeit, dass dies also nur bedingt eingehalten wird hier im Saarland, die Priorisierung. Ich verstehe ja, dass alle möglichen Gruppen jetzt kommen und sagen, sie sind unbedingt zu impfen. Ich verstehe auch die Probleme, die man dann hat, diese Gruppen abzuwehren. Da will ich gar nicht hier jetzt großartig mich beschweren. Dennoch sind wir der Auffassung, wir müssen die Priorisierung einhalten. Denn das Einzige, was bisher noch belastbar und immer wieder gesagt worden ist, dass Leute über 70, 80 Jahre, dass die eben zuerst geimpft werden sollen, weil der tödliche Verlauf bei ihnen ungleich größer ist als bei anderen Gruppen. Und deshalb sagen wir, da immer noch nicht alle 70 und 80-Jährigen bei uns geimpft sind im Saarland, die genauen Zahlen konnten wir leider nicht in Erfahrung bringen. Vielleicht sagt sie ja nachher die Ministerin bei ihrem Beitrag, ist es doch dringend geboten, die Priorisierung einzuhalten. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die älteren Menschen nicht erkranken und dann eben den Tod finden. Und der von der Landesregierung ja immer wieder bemühte Virologe von Homburg, Herr Rissland, hat ebenfalls unsere Position vertreten im Fernsehen, dass hier doch äußerste Zurückhaltung angebracht ist. Angesichts der Zeit will ich sagen, das entscheidende Problem ist, meine Damen und Herren, dass immer noch die Langzeitfolgen nicht bekannt sind. Da wird also in der ganzen Debatte in Deutschland über Monate drüber hinweg geschwatzt. Für mich richtig ärgerlich, wie darüber hinweg geredet wird. Die Langzeitfolgen sind nicht bekannt und ich hatte Ihnen bereits zu Beginn unserer Beratung immer wieder die Probleme von Vektorimpfstoffen genannt. Das brauche ich Ihnen jetzt nicht mehr zu erläutern, aber eines will ich dann sagen. Bei einem Vektorimpfstoff hat es 1,5 Jahre gedauert, bis man die Gefahr des Vektorimpfstoffes erkannt hat. Das nur mal zum Wissen, warum man darüber hinweggeht, warum man das nicht erkennt. Erschließt sich mir nicht. Es kann nach 1,5 Jahren oder 1,25 Jahren oder 2 Jahren etwas auftreten, was wir jetzt nicht sehen. Das möge Gott verhüten, aber wer verantwortlich handelt, muss das in Rechnung stellen. Und daher ist es in jedem Fall vertretbar, das habe ich auch schon vor Monaten hier gesagt, Ältere zu impfen, die also große Gefahren ausgesetzt sind, aber Kinder zu impfen, das halte ich in keinem Fall für vertretbar. Meine sehr geehrten Damen, mit den Ausnahmen, die ich vorhin genannt habe.
Und das gilt auch für die mRNA-Impfstoffe, wenn ich dieses noch hinzufügen darf. Hier zitiere ich eine Studie der Universität Cambridge, die ja auch nachlesbar ist. Und da heißt es, und da ist das alles klar auf den Punkt gebracht, in einem Satz. Es ist noch viel zu tun, bevor wir die mRNA-Impfstoffe, also BioNTech beispielsweise, einsetzen können, zu einer Standardbehandlung einsetzen können. Wir brauchen ein besseres Verständnis der Nebenwirkungen. Das haben wir auch noch nicht ausreichend. Und wir brauchen mehr Evidenz für die Langzeiteffizienz, also ob sie wirklich also längere Zeit auch vorhalten und den Schutz gewähren. Und dann kommt die letzte Frage noch, wer haftet? Wir haben kürzlich der Presse entnommen, dass bei AstraZeneca dann das Land haftet. So wurde das also aus. Ja, wollen wir denn, die Haftungsfrage ist ja nirgendwo richtig geklärt. Wollen wir also für den Fall, dass eben jetzt wirklich bei einem nicht geprüften Impfstoff Schlimmes passiert, was hoffentlich nicht eintritt, aber es kann passieren, das kann niemand voraussagen, wollen wir dann auch die Haftung außen vor lassen. Also ich fasse zusammen, wir sind alle, und da bin ich überzeugt, doch gehalten, dafür Sorge zu tragen, dass den Kindern nichts passiert. Wir haben alle zugestimmt, dass die Älteren durchgeimpft werden, um das Wort zu gebrauchen, weil sie eben großen Gefahren ausgesetzt sind, wenn sie erkrankt sind. Aber bei Kindern gibt es für mich überhaupt bis jetzt keine überzeugende Begründung, sie durchzuimpfen. Und deshalb gehen wir davon aus, dass die Landesregierung das genauso sieht und auch die Mehrheit in diesem Haus.